Von der heiligen Stadt geht unumstritten eine ganz besondere Atmosphäre aus. Eine Atmosphäre, die auf einige Menschen eine spezielle Wirkung zu haben scheint. Professor Pesach Lichtenberg von der Psychiatrischen Klinik in Jerusalem beschäftigt sich mit einer außergewöhnlichen Art der psychischen Erkrankung, dem sogenannten Jerusalem-Syndrom. Die Betroffenen identifizieren sich dabei mit einer Person aus dem Alten oder Neuen Testament. Sie geben sich als diese aus und zitieren sie sogar. So hat Professor Lichtenberg bereits des Öfteren die Worte Jesus, "Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen", von seinen Patienten gehört. Ungefähr 100 Besucher oder Einwohner der Stadt erkranken pro Jahr am Jerusalem-Syndrom. Weder Alter noch Geschlecht spielten eine entscheidende Rolle dabei, so der Professor. Das Jerusalem-Syndrom ist keine anerkannte eigenständige Krankheit. Es ist eine spezielle Ausprägung einer Psychose. Wenn ich Psychose sage, meine ich damit Menschen, die einen besonderen Bezug zur Realität haben, der außerhalb dessen liegt, was wir uns als unsere kulturellen Normen eingeprägt haben. Oder was wir gemeinhin als akzeptierten Weg kennen, die Welt wahrzunehmen. Menschen mit einer Psychose können Sachen glauben oder sich auf besondere Art verhalten, die uns sehr seltsam erscheinen. Der Psychiater berichtet von einem Mann, den er behandelt hat. Es gab einen Christen aus einem westeuropäischen Land, der beim Lesen der Bibel plötzlich spürte, dass da etwas Besonderes passierte. Jedes Mal, wenn er die Bibel aufschlug, fand er das Wort Jerusalem. Das mag wirklich passiert sein. Er jedenfalls nahm es als Zeichen, dass er nach Jerusalem kommen sollte. Denn hier würde etwas Großes, Wichtiges passieren. Gott hatte ihn persönlich über die Seiten der Bibel hierher zitiert. Er hatte eine psychiatrische Vorgeschichte, die einige Jahre her war. Er war stabil, hatte seine Medikamente genommen, arbeitete und es ging ihm gut. Aber plötzlich fühlte er, dass er herkommen muss. Er machte den Trip, schloss sich einer Gruppe an und ging in eines der Hostels in der Altstadt. Die Leute im Hostel nahmen schnell wahr, dass er nie mit ihnen aß und zu sehr seltsamen Stunden rausging. Er machte einen immer ängstlicheren und gleichzeitig euphorischeren Eindruck, als ob etwas ganz Spezielles passieren würde. Er lief durch die Gassen der Altstadt, sprach mit den Leuten über Jesus, versuchte sie vorzubereiten und sprach dabei auf sehr seltsame Art, in einer sehr biblischen Sprache. Das war auch nicht die Art, wie man in seiner Muttersprache redet. Der Leiter des Hostels hatte bereits Erfahrungen und kontaktierte den psychiatrischen Dienst. Er konnte hierher gebracht werden und wir sahen, dass er sich komplett selbst vernachlässigt hatte. Er aß nicht, trank nicht und dachte, er sei auf einem ganz anderen Level des Seins. Einer der Patienten habe ihm ein Schofahorn geschenkt, das er bis heute in seinem Büro aufbewahrt. Mit dem Blasen des Horns, sagt das Judentum, soll das Kommen des Messias angezeigt werden. Es ist ein wunderschönes Stück. Ich wünschte, ich könnte Ihnen zeigen, wie es klingt, aber ich denke, das werde ich hier lieber lassen. Professor Lichtenberg spricht eingehend mit jedem Patienten, damit er nicht versehentlich den wahren Messias in die Psychiatrie schickt, wie er betont. Touristen müssten übrigens keine Angst haben, in Jerusalem plötzlich am Jerusalem-Syndrom zu erkranken. Die meisten Betroffenen hätten bereits vor der Erkrankung psychische Auffälligkeiten gezeigt. Und Psychosen sind nicht ansteckend.